Was geht, Freunde und Freundinnen? Mein Name lautet Danny Bönitsch. Willkommen zu einem neuen Part von Mädchengelaber. Paragraph 5721. Durch das Daumen hochgeben auf ein Danny Bönitsch Video bestätigt der Mann seine Potenzfähigkeit. Und vor allem, was ganz wichtig ist, und zwar, während ihr dieses Ranmachen sozusagen, während ihr dieses Prozedere durchmacht, ich empfehle euch immer, redet währenddessen, weil wenn ihr einfach still da sitzt und auf einmal kommt da der Arm angeflattert, ja, was denkt die Tuss dann? Das kommt auch irgendwie komisch. Am besten ist es, wenn sie irgendwas erzählt, was ihr vielleicht Totliges passiert ist oder so, irgendeine Scheiße ist hier passiert oder keine Ahnung, irgendwas, wo es einfach passt, dann müsst ihr auch dieses nötige Feeling dazu haben, ja, wann ist der richtige Zeitpunkt, wann kann ich den Arm um sie legen. Zum Beispiel, wenn sie erzählt, ja, mir ist letztens das und das passiert, voll tottlich, ey, oder ihr erzählt eine peinliche Story von euch. Und dann sagt ihr ihr, ja, was ist denn deine peinlichste Story? Dann erzählt ihr irgendwas und sagt, oh, und dann legt ihr euer Arm um sie und sagt, wie zottig kann man sein, so. Das ist schon wieder so was man nutzen kann persönlich, denke ich. Oder wenn ihr gerade drin seid, ein paar Jokes gerissen habt oder ihr beide gute Laune habt oder so und dann im Gespräch seid, dann könnt ihr einfach mal so sagen, machst den Arm hoch, legst sie um sie und dann so, sagst du, und wie findest du das Wetter heute oder irgend sowas, keine Ahnung, lasst euch irgendwas. Und da muss man keine Hemmungen haben, weil wenn ihr wisst, ich bin sowieso der Boss und ich kann sowieso mehrere Frauen abbekommen, dann seid ihr schon viel lockerer drauf. Lasst euch aber dieses, ich bin sowieso der Boss, nur im Kopf. Und ja, lasst euch das im Kopf, das ist ja, ne? Ja. Und wenn sie dann auch weiß, zum Beispiel noch eine Sache, Alter. Wenn ein Mädel, ne, guck mal, du triffst dich mit einer Mädel und du gehst mit ihr in der Stadt rum, ne? Und auf einmal seht ihr ein Mädel, mit welchem ihr vielleicht was hattet mal, ne? Ihr hattet mit dem anderen Mädel auch was und ihr trifft euch einmal mit dem anderen Mädel. Und ihr trifft die, während ihr mit einem Mädel unterwegs seid. Und die meisten denken dann, oh nee, wenn ich jetzt mit der spreche, denkt sie, ich habe was mit einer anderen oder so. Das kann euch scheißegal sein. Denn Mädels stehen erst auf euch, wenn sie wissen, okay, der Typ kann auch andere haben. Ja. Und wenn der Typ, oder wenn der Typ erfolgreich ist in irgendwas oder keine Ahnung, dann stehen sie erst auf euch. Das ist wieder das Weihnachtsgeschenkprinzip. Genau. Wenn sie aber wissen, okay, ich bin die Einzige, dann ist das irgendwie schon ein bisschen langweilig. Aber ihr müsst euch, weil guck mal, Eifersucht ist die größte Stärke. Eifersucht, wenn sie eifersüchtig ist, habt ihr schon gewonnen. Ja. Und ihr müsst sie nicht eifersüchtig machen, aber wenn ihr zufällig ein Mädel irgendwie trifft oder so, und die Frau aus der Bar oder so, keine Ahnung, wer kennt, dann könnt ihr euch ruhig mit der unterhalten, das ist nicht das Problem. Ich weiß nicht, ich sehe da kein Problem, ganz ehrlich. Ja, das ist eben genau wieder dieser Effekt, dass wenn, ist euch bestimmt auch schon mal aufgefallen, wenn ihr irgendwie was haben könnt, ist mir mal aufgefallen, das ist eigentlich alles so mit materiellen Dingen, auch wenn es sich blöd anhört jetzt, aber es ist mit materiellen Dingen, die man haben kann, beziehungsweise nicht haben kann, zu vergleichen. Und zwar, wenn ihr irgendwie was bekommen habt, zum Beispiel, das neue iPhone kommt raus und ihr bekommt es direkt geschenkt. Dann denkt ihr, ja, okay, gut, ich habe das neue iPhone jetzt bekommen, chillig. Der da drüben, ja, der spart auf sein neues iPhone ein halbes Jahr lang und dann kann er sich's kaufen. Wer hat mehr Freude an seinem iPhone, beziehungsweise wer hat mehr Vorfreude für sein iPhone? Definitiv genau. der länger gespart hat. Richtig. So, ja. Und es ist wieder genau auch dieses Weihnachtsgeschenkprinzip. Wenn eine Frau merkt, dass sie euch direkt haben kann, ist es langweilig für sie. Ihr könnt natürlich auch nicht machen, hey, ich schreibe sie an, hi, und melde mich nie wieder bei der, dann wird die mir hinterher rennen. So funktioniert es natürlich auch nicht. Da muss man auch wieder so einen gewissen Grad finden. Ihr müsst euch erst sozusagen vorstellen, hallo sagen, was weiß ich, sie ein bisschen darauf aufmerksam machen, dass ihr sie wollt, nicht zu viel. Und dann gebt ihr sozusagen wieder so ein Gegending mit eurer ein bisschen Igno-Nummer, ja? Ihr dann wieder ein bisschen Ignoration, nicht unbedingt Ignoration, sondern halt dieses Gegenstück zu dem, was ihr vorher wart. Ja, genau. Und dann, und dadurch mit diesem Prinzip und dieser perfekten Mittelwelle könnt ihr das dann schaffen, dass die Frau dann eben ein sehr, sehr großes Interesse an euch bekommt. Und zum Thema materiell, kennst du eigentlich diese Männer, die irgendwie anscheinend so verzweifelt sind in ihrem kleinen Leben, dass sie den Frauen ernsthaft irgendwie Sachen schenken wollen und denken, sie können sie so erobern? Ja, kennst du das? Ist das nicht armselig, Alter? Ist das nicht übertrieben armselig? Das ist sehr dumm. Das ist das Dümmste, was man machen kann. Ich meine,
Gut, man kann vielleicht, es gibt echt Frauen, die sich auf sowas einlassen, so auf Geldsachen und so, ne? Natürlich gibt es das, aber es hat was, einfach was mit der Kopfsache zu tun, dass man sich irgendwie klar werden muss, okay, die will mich eigentlich gar nicht, anscheinend bin ich so hässlich und so scheiße, sie will nur mein Geld und wenn ich das verliere, dann geht sie weg. Vor allem, es muss euch klar sein, dass es immer andere Männer gibt, die mehr Geld haben als ihr und wenn sie dann irgendwie einen anderen Mann kennenlernt und sie nur an eurem Geld interessiert war und auch wenn ihr viel Geld habt, aber wenn ihr das für das Mädchen ausgibt und es ein anderer Typ kommt und mehr Geld hat, dann geht sie einfach zu dem Typen, weil sie sich in das Geld verliebt und nicht mehr in euers. Was soll sie mit einem Typen, der weniger Geld hat? Und vor allem, was ich noch dazu sagen wollte, es sollte jetzt gerade nicht heißen, dass ihr Frauen gar keine Geschenke machen sollt. Nein. Ihr sollt Frauen nicht, zum Beispiel, wenn ihr sie kennen, ich glaube, das hatten wir schon mal zum Beispiel, wenn ihr sie kennenlernt, zum Beispiel, ladet sie nicht direkt ins Kino ein. Nee. Vor allem beim ersten Mal geht man sowieso nicht ins Kino. Aber am Anfang lädt man Frauen sowieso nicht ein. Digga, soll ich dir mal eine Story erzählen? Hm. Und zwar, ich bin so mit zwei Mädchen in der Stadt. Und Digga, diese Story hat mich so geprägt, Alter. Ich war so aggressiv, ich hätte den beiden in die Fresse schlagen können. Ich hätte das auch getan, wenn ich nicht, Mädchen schlagen würde, was ich nicht tue, weil die, ich würde niemals Mädels schlagen, weil die einfach zu wehrlos sind einfach. Die können sich eh nicht wehren. Man schlägt keine Frauen, ganz einfach. Und dann bin ich so mit in der Stadt und gehe so rum, ne? Und dann denke ich mir so, was kann man nicht machen? Ah, ich esse einfach ein Eis, wir holen uns einfach alle beide zu dritt ein Eis. So, dann sagen die, okay, eine sehr gute Idee. Zieh dir das mal rein, Digga, diese Story. Wie würdest du reagieren? Wie würdest du reagieren? Und zwar, ich frage auch die Zuschauer, wie würdet ihr reagieren? Digga, ich kenne die Story schon, aber okay. Erzähl. Okay, und zwar, ich bin so mit denen in der Stadt und ich will ein Eis essen, dann sind wir vor der Eisdiele und dann suche ich mir erstmal das Eis aus. Ich nehme Schoko, was nehmt ihr? Dann suchen die ernsthaft so zwei Eis aus und dann gibt sie mir erstmal mein Eis. Ich bedanke mich, ne? Und dann gibt sie den anderen auch ein Eis. Ich wollte eigentlich schon bezahlen. Und dann kommt die Frage, Alter, die wirklich alles verändert hat. Und zwar zusammen oder getrennt. Und ich habe die erstmal angeguckt. Ich wollte dir nichts ausgeben. Ich habe dir nicht gesagt, dass ich denen was ausgeben will, ne? Ich habe denen echt nichts gesagt, Alter. Und dann warte ich, gucke ich sie so an. Ich glaube, ich habe sie irgendwie 10 Sekunden lang angeguckt. Das ist ziemlich viel für den Moment gewesen. Ich gucke die an, ne? Die gucken mich an. Ich sag, eiskalt, sag ich, ne? Weil das einfach das Beste ist, was ihr tun könnt. Getrennt. Und dann gucken die mich an. Und ich guck die auch an, ne? Eigentlich hätte ich sie links neben mir stehen lassen können. Und gesagt, fickt euch, ich gehe nach Hause, ne? Aber ich habe dann extra noch für die bezahlt. Und glaubt mir, wisst ihr, wie die sich gefühlt haben, Alter? Also ich war wirklich kurz davor, irgendwie jemanden einzuklatschen. Weil das ist einfach, wie kann man sich einbilden, dass man jetzt irgendwie ein Eis ausgibt, auch wenn es nur ein Eis ist. Ich weiß, es ist nur eine Kleinigkeit, ne? Aber einfach diese Frechheit, dass man denkt, der gibt mir sowieso was aus. Das ist echt eine Schelle wert. Tut mir leid, ist eigentlich so. Oder ist es nicht, Nico? Was denkst du dazu? Wie kann man sich einbilden, dass es was Natürliches wäre, irgendwie was ausgegeben zu bekommen? Selbst wenn es nur ein Cent ist. Es geht gar nicht um das Geld jetzt. Es geht einfach nur um die Tatsache, dass man sich nicht einbilden kann, dass man jetzt was ausgegeben bekommt. Wenn ich mit einem Mädel ins Kino gehe und ihr sage, lass mal ins Kino gehen, sie sagt, okay, dann nimmt sie verdammt nochmal ihr eigenes Geld mit. Wenn ich gute Laune habe und ich danach Lust habe danach, dann werde ich ihr es ausgeben. Wenn nicht, dann nicht. Dann hat sie Pech gehabt, dann soll sie selber bezahlen. Irgendwann. Also mir ist sowas jetzt noch nicht untergekommen, also eigentlich, keine Ahnung, wenn man ins Kino geht, dann ist man eigentlich sowieso immer der dann freiwillig sagt, ja okay, ich zahle. Das solltet ihr dann eben nicht unbedingt tun beim ersten Mal oder was weiß ich was. Aber, ja, ich finde es definitiv auch, das ist eine Frechheit einfach, dass man dann da denkt, man bekommt jetzt hier was ausgegeben. Ja, was ich aber auch nicht mag, ist so dieses Komische, und zwar habe ich auch schon ein paar Mädels getroffen, da könnte man jetzt sagen, ja, aber das ist doch genau das Gegenteil, das ist doch besser, wenn die sich gar nichts ausgeben lassen. Man will dir wirklich nur ein Eis ausgeben oder so nach einer Zeit, ne? Ist ja auch in Ordnung, wenn man ihnen nicht so viel ausgibt, ne? Ja. Und die lassen sich gar nicht drauf ein, die lassen sich gar nichts ausgeben. So, als wäre das übel schlimm. Das mag ich dann wieder auch nicht. Aber ein Mädel darf nie erwarten, dass der Junge einem was ausgibt. Niemals. Ja. Vielleicht irgendwann, wenn ihr mit ihr verheiratet seid. Das ist generell unverschämt. Auch nicht so bei Mädels, auch bei anderen Leuten. Wenn ihr denkt, ja, der gibt jetzt für mich aus oder er fragt gar nicht und zahlt gar nicht. Das ist einfach generell unverschämt. Ja. Oder zum Beispiel, letztens habe ich mich mit einem Mädel getroffen, ne? Ich habe mich mit der so getroffen und wir reden so über das. Der Mann Geld hat und die Frau Dach, also dieses Mädel sagt so, oder bist du echt doch so altmodisch, dass die Frau in die Küche gehört, so, ne?
Eigentlich sagt sie so, eigentlich müsste der Mann alles für die Frau tun, sodass die Frau ein Prinzessinnenleben hat, wenn der Mann genug Geld hat. Und ich guck die so an, ne? Ich hab die ausgelacht. Ohne Scheiß, ich hab die ausgelacht, Alter. Das hat doch nichts damit zu tun. Ganz ehrlich, ich würde niemals, selbst wenn ich reich wäre, ich würde niemals mein Geld, mein ganzes Geld für eine Frau ausgeben. Weil Geld nichts mit irgendwie Liebe oder sowas zu tun hat. Gar nichts. Gar nichts, Alter. Ganz ehrlich, ich will trotzdem, ich würde trotzdem, wenn ich eine Freundin habe, dann will ich trotzdem auch mal, dass sie mir was zu essen macht oder so. Ich bin halt so und das ist einfach so. Frauen. Nee, es ist so. Ja, Jungs, das ist einfach so. Jungs da draußen, lasst euch nicht ausnutzen von den Mädels, Alter. Lasst euch nicht ausnutzen, lasst euch euer Geld nicht aus der Tasche ziehen und bleibt immer klar im Kopf, ja. Ich hab so Stories, ne, die machen mich übel aggressiv, weil ich mir so denke, es gibt Frauen echt, die denken, die wären die tollsten, Alter, vor allem die hübschen Mädels heutzutage. Was denken die eigentlich, wer die sind irgendwie? So, ich weiß nicht, Nico hat eine zwar nette Freundin, so, ne? Aber ich war mit der, die war mit mir im Livestream. Ihr wisst, wen ich meine, so eine Blonde. Und eigentlich habe ich gegen ihre Person, doch, eigentlich schon. Aber ich kenne die ja nicht so wirklich, ne? Aber im Livestream hat sie ihren Link so übertrieben oft gepostet. Und jetzt denkt sich der eine, ja, aber ist doch scheißegal, wenn sie ihren Link so oft in die Beschreibung postet, im Livestream, ne? Obwohl ich ihr vorher gesagt habe, poste den Link nur einmal. Natürlich ist es auch eine übertriebene Reaktion von mir, dass ich übel austicke. Aber zum Teil denke ich mir so, denkt sie wirklich, ich meine, die sieht zwar gut aus, ne? Aber denkt sie wirklich, nur weil sie gut aussieht, hat sie das Recht auf etwas, was ich ihr nicht erlaubt habe in meinem Livestream, so. Das ist natürlich Das ist halt eine prinzipielle Sache. Das ist halt dieses Prinzipielle, so, dass ich... Nur weil sie irgendwie denkt, nur weil sie weiß, okay, die sieht gut aus, kann sie mich nicht damit beeinflussen. Ich kenne 1000 gut aussehende Frauen da draußen. Die kann mich nicht mit ihrem Aussehen beeinflussen und das müsst ihr euch merken. So lasst euch niemals vom Aussehen beeinflussen. Ihr könnt auch 1000 andere Weiber haben. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig, sodass ihr immer das im Kopf behält. Egal wie gut sie aussieht, sie ist immer noch ein Mensch. Leute. Ja, egal wie gut sie aussieht, ihr könnt auch andere Frauen haben und die meisten, die gut aussehen, die sind meistens arrogant und mit den Weibern, da muss man denen erst recht zeigen, dass sie mit ihrem Aussehen gar nicht weit kommen können. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Vielleicht könnt ihr irgendwann modeln mit ihrem Aussehen oder so, das ist ihre eigene Sache. Aber bei Jungs sollten die nicht mit ihrem Aussehen unbedingt weiterkommen. Ich nehme auch natürlich lieber ein gut aussehendes Mädchen. Aber jetzt als kleines Beispiel, okay? Ein gut aussehendes Mädchen und ein normal oder ein normal bis gut aussehendes Mädchen. Und das gut aussehende Mädchen denkt, sie kann sich alles leisten, alles erlauben, der Mann macht alles für sie. Und das mittel bis gut aussehende Mädchen, also das bisschen schlechter aussehende Mädchen als die gute, alt, kommst du mit? Ja, ne? Ja. Die ist doch nur total normal geblieben, die ist einfach chillig, mit der kann man Spaß haben, die macht alles mit und so weiter und so fort. Da würde ich lieber die mittel- bis gut aussehende, das gut aussehende Mädchen nehmen. Ja, ganz ehrlich, wenn, So, danke für das Zuhören schon des Videos hier. Lasst jetzt einen Daumen nach oben da. Dann lade ich morgen den 4. und den letzten Part hoch. Außerdem schreibt eure Anliegen in die Kommentare oder wenn es ganz, ganz privat sein soll, dann auch meinetwegen als private Nachricht. Und dann schreibt ihr halt, in welcher Situation ihr seid und so weiter und so fort oder was wir in dieser Situation machen würden. Wie gesagt, ich will euch nur nochmal daran erinnern, wir sind keine, nicht die größten Experten. Wir würden euch nur mitteilen, was wir in eurer Situation tun würden und ja, hoffen einfach euch behilflich zu sein. Und dann abonniert meinen Kanal für besseren Sex und dann sage ich nur noch 3, 2, 1. Ciao!